meinen Ruf! Meinen Ruf des Widerstands! Warte, wir haben Steinwehr erreicht. Und so nähert sich die Suche nach Antanas ihrem Höhepunkt. Hoffentlich ist der, den wir suchen, den Blutzoll wert. Wir sind endlich da. Machen wir uns an die Arbeit. Es ist ruhig. Zu ruhig. Selbst für ein Kloster. Warte. Lords of the Fallen. Ich als großer Dark Souls 2 Fan musste mir das Spiel natürlich einfach mal holen und mal austesten. Jetzt habe ich 2 Tage da gesessen und es hat nicht funktioniert. Jetzt habe ich es einfach nochmal probiert und plötzlich, auch ohne Zwischenpatch, hat das Spiel gestartet. Und jetzt spiele ich das endlich mal. Mal gucken, wie lange es funktioniert. Ich habe gerade 26 FPS, das ist absolut mies. Aber ich bin gerade zufrieden, dass es überhaupt funktioniert. Weiß nicht, woran das liegt. Und ich habe überhaupt keine Ahnung von der Steuerung. Und wir schauen mal, wie das funktioniert. Ich habe mir so einen tollen Kleriker mit Hammer und Schild erstellt. Und bin jetzt einfach mal gespannt, was jetzt so alles abgeht. So, den kann ich irgendwie mal anvisieren. Gut, die hat schon mal meine Steuerung nicht übernommen, muss mal kurz ändern. So. Fortsetzen. Sehr gut optimiert für meinen PC, merke ich schon. 29 FPS, wenn irgendwas passiert. 10. Okay. Ja, aber das soll uns erstmal nicht aufhalten. Ich spiele das jetzt noch ein bisschen. Ich habe auch vor, diesen New Game Plus zu geben, wenn mir das Spiel gefällt. Und dann schauen wir mal. Bla bla bla, ich weiß, wie das alles funktioniert. Ich habe Dark Souls 2 gespielt. Reden. Reden. Ich drücke R. Linke Maustaste. Oh. Sie ist verschlossen.
Ist mir egal, wenn du blöd es bist. Es muss doch möglich sein, diese verdammte Tür aufzumachen. Vielleicht einen Schalter. Oder einen Schlüssel. So. Was geht's? Irgendwie ist es auch noch ziemlich laut. So. Ja. Schlüssel. Schlüssel. Okay, die Ausdauer geht schon mal schnell runter. Öffnen. Und jetzt muss nur noch mein Anvisieren funktionieren. Ja, das geht sogar. Nein. Den ersten Angriff sollte ich Steve wahrscheinlich machen lassen. Wieder was gelernt. Und eine Kiste. Die ich verschoben. Ja, okay. Ja, Dark Souls 2. Damit muss ich das Spiel auf jeden Fall verkleiden. Ich bin gerade am Reden. Was macht der Typ hier? Damit muss ich das Spiel auf jeden Fall Vergleiche gefallen lassen, weil das ist Dark Souls 2. Mit bisher noch besserer Grafik auf jeden Fall. Wie die Story aussieht, da hört man nicht so Gutes, aber wenn das Spiel gute Gegner hat, viele Bosse hat, worauf es ja bei solchen Spielen ankommt, dann kann man das auch gut verschmerzen, wenn die Story nicht so gut ist. Zumindest ist mir das dann egal. Ja, ganz ehrlich, Dark Souls 2 habe ich jetzt auch nicht ganz durch die Story gespielt. Es ist weh mir. Und es verändert mich. Mein Schädel, die Knochen bewegen sich, sie wachsen. Es fühlt sich nicht wie Gift in okay, also 30 FPS fühlt sich jetzt nicht so mega gut an. Aber es lässt sich immerhin schon mal spielen. Das ist mir schon mal viel wert. Nächstes passiert. Erst lässt das Augenlicht nach. Dann folgt der Verstand. So. Bruder William, Bruder Peter und ich werden nicht zulassen, davor dass die Krankheit uns überwältigt. Und ich spiele das auch mit Maus und Tastatur. Wir wählen den Tod. Ich habe mir noch kein Gamepad gekauft, weil ich schon seit Ewigkeiten klappen. Also das Trefferfeedback gefällt mir bisher ganz gut. Und wenn die Typen erstmal so 10 Meter wegschleudert, das ist natürlich schon richtig geil. So, wir haben da unten rechts auch so ein Schadens... Nee, die Schadens hier. Erfahrungsmultiplikator, das war's, genau. Und irgendwie, wenn ich einen Gegner töte, dann wird er immer höher, solange bis ich zwischenspeichere. Also wenn ich hier das Spiel ohne zu speichern einfach durchknalle, dann kriege ich zum Schluss, was weiß ich, 10-fachen Erfahrungswert. Und das finde ich an sich schon ganz cool, auch wenn es wahrscheinlich nie dazu kommen wird, dass das ein hoher Schadens... Oh, ich hab's aber mit Schaden hier. Ein hoher Erfahrungsmultiplikator wird, genau. Kann ich jetzt hier irgendwie durch? Ich will hier durch. Kann ich mich ducken? Mal gucken. Säuerung. Ducken, ducken. Sprinten. Nichts ducken, schade. Das heißt, hier geht's nicht durch. Ist sonst noch irgendwas? Ich gehe jetzt doch weiter, die stellen doch hier nicht zwei Monster hin, die sich gegenseitig angucken. Oh Mann. Ich bin wahrscheinlich gerade wieder einfach zu blöd, den Weg zu finden. Ach ja, das liebe ich in meinen Spielen. Ist aber auch so dunkel, ey. Um jetzt meine... Ah, da. Eine tolle Ausrede zu finden. Oh, oh. Er hat mich gesehen. Wieso kriege ich einen Schaden? Verarscht mich gerade? Lappe. Jetzt Ausdauer und... Ja, also Ausdauer verbraucht sich sehr schnell, finde ich aber an sich ganz gut. Sonst könnte man sich ja hier einfach durchprügeln, ohne groß zu überlegen.
Das wäre dann auch nicht Sinn des Spiels. Der geht aber auch hier. Erst mal trainiert beibringen. Hey. Da ist noch einer, habe ich gerade gehört. Ah, aber nicht hier. Lieber Vater. Die Feuer am Horizont breiten sich in Richtung unseres Dorfes aus. Ich flehe dich an. Gib Acht. Etwas Böses geht vor sich. Gehen wir erstmal da hoch oder da runter? Du kannst jederzeit hier im Kloster Zuflucht suchen. Was auch immer geschieht. Gib erstmal da hoch. Antanas, der sieht nett aus. Bitte. Nee. Bitte gib auf dich Acht. Das war schlecht. Das war mehr als schlecht. Oh Gott. Ich muss ein bisschen besser jetzt aufpassen, wie wieder in Dark Souls rankommt. Das mache ich denn nicht sehr, aber auch ein Scheiß, die Kamera ist echt gut gemacht. Na komm. Ja, dreht sich einfach so instant um. Läuft bei dir. Es ist in der Sicherheit wahrscheinlich gleich sterben. Warte mal, halt ran. Halt ran. Gott, was ist das für eine Scheiße? Ich sehe nichts. Lass mal gucken, was Heiltrank benutzen ist. Ich stelle mich wirklich echt gut an wieder, ey. Also, Tränke wechseln. Nee. Nee. Eins. Ging nicht. Langsam gehen, braucht keiner. Ja, jetzt hätte es Tränke wechseln. Schön. Eins müsste es eigentlich sein. Mussten wir für die 1 feste drücken. Der Tunnelappen. Also Glückwunsch an die Kamera. Die überzeugt in voller Stärke hier, das ist traurig. Energiesplitter. Ja, weiß nicht, irgendwie. In engen Gängen scheint die Kamera keine Stärke vorweisen zu können. Weil das geht echt gar nicht, ich habe nichts gesehen. Und wenn das jetzt hier die ganze Zeit auf solchen kleinen Ebenen ist, dann Halleluja. Ah, hallo. I can see. Ja, mach einfach mal nicht ein zweites Mal einen schweren Angriff. So. Kriegt sich trotzdem. Da liegt noch einer. Und der steht bestimmt gleich auf. Oh, sie haben nicht den Schlüssel gefunden. Schade. Das schon. Das ist so dunkel, man sieht ja auch echt nicht viel. Ich hoffe, das wird irgendwann heller. Dunkle Spiele sind ja schön und gut. Aber wenn man nichts sieht, macht das auch keinen Spaß. Oh, Blut in Kissen. Geile Scheiße. Und was ist damit? Ich will dich benutzen. Man kann ja auch irgendwie in jede Welt zurückreisen. Ich habe schon mal ein bisschen geschaut, wie der Anfang so aussieht. Und da hat jemand erklärt, dass man dann zu diesen Portalen, die da sind, dieses Zeichen auf dem Boden zurückreisen kann. Und da drin ist dann der Überloot. Also angeblich. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Worauf wartest du? Der Typ hat gerade 20 Monster umgeniedelt. Umgenudelt. Wollte ich sagen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Und ja, hier, ich habe einen Schlüssel gefunden. Weiter. Okay, ich glaube, ich sollte irgendwann mal die englische Sprachausgabe benutzen. Stimmt nicht verkehrt. Wir wehren sie ab, doch. So. Bla bla bla. Wie gesagt, ich find's gut. Wenn die Story einem nicht so extremst aufgezwungen wird und so ein bisschen im Hintergrund erzählt wird, dann kann man sich selber entscheiden, was ihn interessiert und was nicht. Und da bin ich auch nicht so der große Geschichtenfan. Wenn meine Geschichte nicht so gut ist und dafür das Gameplay,
dann ist das auch okay. Dann bin ich da auch nicht böse. Okay, was mir gerade Sorgen macht, dass ich immer Schaden kriege, obwohl ich ein Schild habe. Das hat anscheinend nicht unbedingt so eine Option. Was ich mir dann später auch gleich mal verstehen muss. Diese Zeichen dann um sein Lebensbalken, wie es mir gesagt wurde. Voll die Verarsche, wenn ich das mal so sagen darf. Ich muss ja nicht irgendwas sagen, was dann nicht stimmt. Boah, also ich hab geblockt und krieg 17 Schaden. Ja, das heißt, ich muss ausweichen. Ja, der weicht doch voll geil aus. Scheiße, das wird ja lustig. Benutzt. Das wird mir erst lustig. So, ich würde ja gerne meinen Zauber benutzen, aber das war schlecht. Na komm. Das ist ja billig. Aua. Aua. Ich krieg's echt nicht gebracht. Und ja, ich hatte tatsächlich mal Dark Souls 2 gespielt und durchgespielt. Ich komme mit der Steuerung echt nicht ganze Zeit. Ich wollte auch eigentlich einen Magier nehmen, der nicht so viel aushält, wo man einfach noch besser ausweichen muss. Aber... Loppen? Ich glaube, das wäre nicht so gut gegangen. So schnell Zauber. Das hat nämlich echt gut funktioniert, wie ich finde. So, jetzt such dir mal meinen komischen Typen da und nudel den um. Sehr gut. Jetzt nudel ich dich. Oder der nudelt mich, einfach so, weil er es drauf hat. Ja, das... Da steht, das ist ein Clone und der zieht den Akku auf sich. Was macht der? Ich glaube, wenn das so weitergeht, nehme ich einen Krieger. Meiner ist ja total unterzivilisierte Steuerung. Nein, es liegt nicht an mir. Zauberwechsel. X. Dachte ich es mir doch. So, ich würde sagen, das machen wir mal. Gebet, Gebet. Ich habe nur Gebet. Nein. Oh, und der Typ, der verliert jetzt auch immer einen Rüstungsteil. Und wird dann irgendwie auch immer stärker. Da sieht man oben diese Lebensbalken. Das Tolle ist, ich halte nichts aus und mache keinen Schaden. Ich bin jetzt nicht gerade die beste Kombination. Ja, sehr ausholende Schläge, wie ich finde. Läuft bei dir. Und dann muss es einfach halt reichen. Das wird eh nicht reichen, deswegen werde ich das gleich nochmal machen. Wie seid ihr nicht zweimal angegriffen, obwohl ich es gesagt habe? Okay, das war's. Habe ich so das Gefühl. Komm, Trank benutzen! Trank benutzen! Ja, ich bin zurzeitig. Ich weiß. So. Jetzt heißt Mann gegen Mann, du Lappen. Nee, doch nicht. Ich bin weg. Komm, töte mich schnell.
So, jetzt macht er nämlich so einen geilen Tanz, da brauche ich einfach nur weglaufen. Und kann in der Zeit, wenn er endlich mal stehen bleibt. Mein Zauber wirken. Und dann ganz schnell wegkommen. Jetzt macht er nämlich so einen übelst geilen Bam. Und in der Zeit hätte ich nicht so. Tanz für mich, Tanz für mich, Tanz. Oh, shit. Das ist schlecht. Einfach nur schlecht. Oh Gott. Wenn ich jetzt von sonst wo anfangen muss, ja. Ah, ne, von hier. Ja, ich will betreten. Nein, ich will betreten. Betreten! So, irgendwo hier müssen meine Seelen sein. Und die will ich holen durch Wein. Deswegen tue ich rennen ganz schnell. Nicht. Sondern erstmal Seelen holen. Du kleine Schloppen. Bitte annehmen, bitte annehmen. Oh, geil. So, Kollege. Jetzt mache ich dich kaputt. Guck mal. Oder du machst mich kaputt. Ja, ich habe zweimal gedrückt. Ey, das ist dumm. Wieso wird das denn echt nichts? Zweimal? Sehr gut, wenn man ungefähr 50 Mal drückt, dann macht es sogar zweimal. Ich bin begeistert. Die Animation machen und dann versuchen schnell zweimal zuzuschlagen. Und dann hätte ich versuchen können zu dodgen, aber er wollte natürlich nicht. Also ich bin mit der Steuerung noch nicht zufrieden. Ich im Geringsten. Ich weiß, das ist ein schwerer Kampf, aber was? Ich habe auch nicht geblockt. Nee. Ah. Ganz ehrlich, das Stück kann ich auch wegschmeißen und einfach versuchen zu dodgen. Das hat mit dem Charakter irgendwie mehr Sinn. Das ist gerade echt ein Untermensch, der Typ. Oh Gott!
Nein, das war falsch. Auch unten auf diese blaue Anzeige achten. Übrigens, das ist sozusagen Mana. Ich weiß nicht, wie das hier heißt. Na, irgendwie sind sich da die Spielentwickler nicht einig, auch wenn das immer wieder Mana ist, versuchen sie es umzubenennen. Die Leute zu verwirren. Nein, das macht doch keinen Sinn. Macht. Na ja. Komm mit. Ich werde die Folgen auch einfach so lange machen, bis mein Speicher voll ist. So in etwa. Deswegen wird es keine schönen Übergänge geben. Was war das? Aber ich denke, es ist euch auch ein bisschen egal, ob ich immer Hallo und Schuss höre oder nicht. Hat. So, erstmal noch ein Heiltrank, man weiß ja nie. Bitte eine schöne Waffe. Beständiges Großschwert, guck. So. 5 Schaden. Okay. Was haben wir noch so? Ein Schild, ein Sinnlos, ist keine Handschuhe. Gut. Ich drücke I, wenn du es ausprobieren willst. Ich will es ausprobieren. So, ich will hier, da ich das schon kenne, Zauberpunkte. Lass mich Zauberpunkte verteilen. M und F, ich will das aber einfach ziehen. Ich weiß das doch. Ah, Escape. Okay. Siehst du, so geht's auch. Ein Zauberpunkt, so. Ah, genau, hier sind wir drin in dem Baum. Also, eine Schutzhülle, die alle Widerstände erhöht, oder? Hm. Irgendwie finde ich die jetzt alle nicht so prickelnd. Ganz ehrlich, Mimikry ist bestimmt übelst geil. Aber gut, jetzt müssen wir das durchziehen. Bestrafung. Auge um Auge. Wir hatten gerecht, indem der Gegner wieder wird. Ah, ja. Eine mächtige Kraft versetzt Gegner in Furcht. Verlangsamt sie. Und das klingt cool. Deswegen, bam. Lass mich. Ah ja, genau da. So. Okay, das haben wir dann. Da. Wir brauchen auf jeden Fall. Ne, Ausdauer. Dadurch haben wir nämlich mehr Energie. Und können schwerere Sachen tragen. Und das ist von Anfang nie verkehrt. Dann ziehen wir auf jeden Fall noch Glauben hoch. Stärke seid für Krieger. Ist klar. Vitalität.
denke ich, ist auch klar, Gesundheit halt. Glaube ist halt das, was ich brauche. Erhöht dann den Schaden. Und Magie steht ja da. Das heißt, die Mana-Leiste wird länger. Ja, hier heißt es Magie. Hier wird auch. Nee. Doch, hier wird meine Ausdauer halt größer. Geschicklichkeit für Diebe und Glück werde ich mir dann später noch irgendwann hochmachen, wenn ich dann ein bisschen höher bin. Das Ding ist momentan, denke ich, jetzt nicht so das Sinnvollste. Ich frage mich ja, was bringt mir das Gebet, wenn ich es eine Stufe höher mache? Ah, nee, nee, das will ich nicht. Ich will ja Benommenheit machen. Und wie kann ich das jetzt abschließen? Enter. Ich will die mal. Zack. Achso, dann. Zack, das doch. Und Ausdauer. Jetzt. Und ja. Sehr gut. Funktioniert. Gut, dann kann man hier wieder rausgehen. Und wir haben das Ding kaputt gemacht. Komm, wir machen es nochmal kaputt. Ne, geht nicht.